Hallöchen meine Fruppels, Freunde und Kumpels und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine Runde Rainbow Six Siege, weil ich da einfach mal unnormal Bock zu habe. Ich weiß nicht warum, das Spiel hat mich richtig gecatcht, ne? Und ja, dann will ich gar nicht lange labern und wir sehen uns gleich in der Runde. So, wie auch schon bei meinem, zweiten Rainbow Six Video insgesamt, sind wir jetzt hier in dem Flugzeug. Aha, die haben schon alle gefunden. Aber welche Karte kommt, das kann ich ja leider nicht beeinflussen, ne? Denn ist das wohl jetzt so? Mein neuer Main-Charakter ist tatsächlich Fuse geworden. Den spiele ich jetzt nur noch, ne? Twitch ist auch ganz nice, aber... ich finde den Fuse-Teil dann doch ein bisschen besser. Kommt man da überhaupt rein? Ja, von da kommt man rein. Dass ich dieses Spiel immer so lange ignoriert habe, ne? Also ich schäme mich richtig dafür tatsächlich. Ich habe das fast seit Release und nie gespielt. So, wir sind drinne. Boah, da geht's übelst ab, Mann. Den habe ich. Nicht gut, aber ich habe ihn. Stirb. Ich muss mich mal ganz kurz auf mein Gehör verlassen, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt jedes Mal. Ich bin doch jetzt nicht echt schon der letzte Überlebende, Mann. Leute, ich kann mit solchen Situationen nicht umgehen, Mann. Da bist du. Dich habe ich. Muss hören, Leute. Hören, hören, hören. Ach, das geht ja da auch ran. Und los. Ich hab ihn. Perfekt. Fuse ist Trumpf, Leute, Alter. Der ist echt geil. So. Bei denen spiele ich jetzt immer Jäger meistens. Der gefällt mir irgendwie von der Waffe her am besten. Also MP7 finde ich natürlich auch immer noch geil bei Bandit. Also ich erzähle hier gerade Sachen, die man eigentlich nur wissen kann, wenn man das andere Video gesehen hat. Nur mal so zur Info. Aber, nee, der ist schon geil. Boah, eigentlich ist es ja nicht so hilfreich für dieses Spiel. Ich muss mal einen kleinen Tick leiser machen, Alter. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. So, jetzt kommen sie. Ich habe mal wieder richtig Panik. Ich finde die nicht. Ich sehe die nicht, ich höre die nicht, ich weiß nicht, wo die sind. Ich habe mir dieses immer nur in der Ecke warten und rumcampen mir abgewöhnt. Beziehungsweise bin ich dabei, mir das abzugewöhnen. Weil das weiß ich nicht. So ein bisschen auf Jagd gehen, so quasi. Ach du Scheiße. Ach, wir haben gewonnen. Musste ich doch gar nicht machen diesmal. Das ist jetzt schon Matchball. Sieht gut aus bisher für uns, würde ich sagen. Rushen wir da noch fix rein und dann war es das schon wieder. Ich meine, was soll ich noch großartig sonst aufnehmen jetzt hier, ne? Immer nur eine Runde. Ich bereue das einfach ultra tierisch, dass ich dieses Spiel so lange ignoriert habe. Ich muss das einfach noch mal ein paar Mal wiederholen, weil, weiß ich nicht. Warum bin ich eigentlich immer so? Und wie man sicherlich merkt, mit diesem Ding hier komme ich immer noch nicht so ganz klar. Also ich muss die Maps noch ein bisschen besser kennenlernen. Aber naja, oh. Ich denke mal, das wird schon. Solange die Drohne überlebt, ist alles in Ordnung. Ich gehe mal hier mit ihm hier mit. Der wird schon wissen, was er tut. Ah, scheiße, jetzt stürmen die da drin, ne? Oh. Ja, toll, jetzt habe ich einen Teammate gekillt. Das wollte ich natürlich nicht, aber die sind ja auch immer alle so, vorschnell hier. Scheiße. Den habe ich. Ach du Scheiße, ist das knapp, Mann. Ich traue mich da nicht rein. Ich glaube, ich sollte da auch nicht rein. Nee. Na, dann hoffen wir mal, dass er die Scheiße hier hinkriegt. Ey, das mit dem Teamkill tut mir übelst leid, ne? Das wollte ich echt nicht. Man muss halt auch mal ein paar Sekunden warten, wenn man schon weiß, dass man so einen Fuse-Typen im Team hat. Komm, du schaffst das. Kann man ihm vielleicht ein bisschen helfen? Ja, kann man sogar. Na, ich weiß nicht. Ich bezweifle, dass der das schafft jetzt. Scheiße. Perfekt. Komm. Los! Du schaffst das. Nice, Alter. Das war's denn jetzt eigentlich auch schon von dem Video, ne, Leute? Weil eine Runde pro Video, ich denke mal, das reicht. Und wir haben sogar gewonnen. Perfekt. Ja, so viel falsch gemacht habe ich auch nicht. Dann würde ich sagen, war es das von mir? Ich gucke erstmal, ob ich noch so ein Pack kriege, weil ich ziemlich nah dran an so einem Pack bin.
Machen wir hier mal einen auf Call of Duty, weil ich mache das ja in meinen Call of Duty Videos auch immer so. Ja, ich habe schon relativ viel gespielt vom letzten Video. Also beim letzten Video war ich ja noch Level 12, glaube ich. Perfekt, ich habe so ein Ding. Eine Kiste, wollte ich gerade sagen. Machen wir die noch auf jetzt, würde ich sagen, und dann war es das von mir. Ich nehme heute noch ein bisschen mehr auf diese Nacht. Ich hoffe auf jeden Fall, das gefällt auch den Leuten, die mich schon abonniert haben, dass ich mal ein bisschen Rainbow Six spiele, aber ich muss sagen, Abwechslung kam bei meinem Kanal bis jetzt nie schlecht an. Warum geht das nicht? Ja, jetzt geht's. Mal sehen, was ich kriege. Was Gewöhnliches. Und bam! Was ist das? Habe ich diesen? Naja, auf jeden Fall schick. Muss ich mal ganz kurz gucken, weil da bin ich noch nicht so up to date. Ja, ich habe den. IQ ist das. Oder IQ. Ich habe ja diese süße Ubisoft-Tarnung hier noch, ne? Diese geschenkte. Naja, dann mache ich mal die drauf. Vielleicht spiele ich ja die mal. Wenn ich schon eine neue Tarnung für die habe, dann kann ich die auch mal spielen. Aber ich sollte mal den Schalldämpfer abmachen. Ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft bei der. Für den Rückschuss bei kleinen Feuerstößen. Für den ja. Schnellfeuer. Ich bin eher so ein Typ, der gut durchballert. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Und tschüss.